Hallo und herzlich willkommen wieder bei Geisteswissenschaft TV. Mein Name ist Axel Burkhardt und ich freue mich, dass ihr heute wieder so zahlreich dabei seid. Heute möchte ich wieder ein Thema aufgreifen, das im Moment, oder auch vertiefen, das im Moment ja, vielleicht doch vielen auf der Seele brennt, aber ich merke selbst in all meinen Seminaren und Lehrgängen und Studiengängen, dass das ein Thema ist, was doch ganz, ganz zentral ist, nämlich die Frage, die man immer dann stellt, woher weiß ich, ob das wahr ist? Woher weiß ich, dass das die Wahrheit ist? Und an der Stelle würde ich euch gerne, wenn wir ein Seminar hätten, würde ich euch jetzt fragen, und ihr könnt das vielleicht für euch zu Hause einmal machen, dass ihr euch hinsetzt und euch ruhig Zeit nehmt und euch mal die wichtigsten Fragen in eurem Leben, für euer Leben aufschreibt. Und zwar Erkenntnisfragen, die für euch brennen. Und Fragen, die für das ganze Leben gelten. Nicht nur jetzt aktuell in einer Situation, sondern was sind brennende Erkenntnisfragen für euch? Ich meine, eine dieser Fragen ist immer, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Da können wir noch das mal drauf eingehen. Aber solche Fragen, sich einmal hinzusetzen und zu sagen, was sind die wichtigsten Fragen in meinem Leben? Was will ich wirklich wissen? Was brennt mir auf der Seele? Und wenn wir uns solche Fragen anschauen, dann können wir uns die nächste Frage stellen. Will ich das wirklich wissen? Will ich die Wahrheit darüber wissen? Weil sonst stellt man wahrscheinlich diese Fragen nicht. Und dann kommt die dritte Frage, die man sich stellen kann. Und die Frage ist dann, gibt es Dinge, die ich nicht wissen will? Könnt ihr auch einmal euch versuchen aufzuschreiben. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil wenn wir Dinge nicht wissen wollen, wenn wir sagen, da will ich keine Wahrheit haben, dann ist natürlich die nächste Frage, warum will ich das nicht wissen? Warum will ich da keine Wahrheit haben? Warum will ich das nicht wahrhaben? Und es ist natürlich völlig klar, dass wir gerne die Dinge wissen wollen und Wahrheit darüber haben wollen, die uns erfreuen, dass uns diese Erkenntnis Freude macht. Und dass wir die Erkenntnisse nicht haben wollen, die uns keine Freude machen, die wollen wir nicht wahrhaben. Weil wir dann spüren, diese Wahrheit tut uns nicht gut, vielleicht im Moment. Warum wollen wir dann eine solche Wahrheit nicht haben, haben wir so gesagt, weil es für uns unangenehm ist. Und wenn wir dann hinschauen, was ist denn der Grund, wirklich, warum wir es dann nicht wissen wollen, das ist die Angst vor dem Unangenehmen. Das ist die Angst vor dem Unangenehmen. Es ist Angst. Ihr könnt das einmal mitnehmen und für euch überprüfen, weil das die Frage in unserem Leben ist. Wie ist es denn, wenn wir Angst vor Wahrheiten haben? Wie fühlt sich das wiederum an, Angst vor einer Wahrheit zu haben? Was tut mehr weh? Nächste Frage für euch. Habt ihr über die möglichen Osterfeiertage, wenn ihr das heute live hört oder wann auch immer, für besinnliche Tage mal sich diese Fragen zu stellen. Warum habe ich Angst vor einer Wahrheit? Und was macht diese Angst mit der Wahrheit? Ist die schlimmer als die Unwissenheit? Ist die Unwissenheit etwas, wo ich mich wohler fühle, als mit der Wahrheit, mit dem Wissen? Womit fühle ich mich wohler? Nächste Frage. Wir machen ein bisschen Innenschau. Womit fühle ich mich wohler?
Mit der Unwissenheit oder mit der Wahrheit, auch wenn sie im Moment unangenehm ist. Es ist ja trotzdem die Wahrheit. Und ihr seht, das ist kein einfaches Thema, weil wir alle ohne Ausnahme Angst vor gewissen Wahrheiten haben. Und das ist eine ganz andere Frage, um die es heute geht, aber es hängt natürlich eng damit zusammen, nämlich warum will ich da Wahrheit wissen und warum will ich sie da nicht wissen? Nehmt einmal diese Gedanken mit, diese Fragen mit, weil das passt natürlich in die heutige Zeit. Warum beschäftigen sich so wenig Menschen mit der Wahrheit, sondern sie nehmen die Dinge einfach an und nehmen sie als wahr an und hinterfragen nicht. Warum machen sie das? Warum akzeptiere ich etwas, was von außen kommt und überprüfe das nicht? Es ist auf jeden Fall ein Aspekt, wenn man hinschaut, ist, es ist viel einfacher, eine Meinung zu übernehmen, weil da muss ich keine Arbeit machen. Das nennen wir zu Deutsch Bequemlichkeit oder Faulheit. Wir sind zu faul zum Denken. Da müsste ich ja mein Denken einschalten, da müsste ich auch noch aktiv denken. Und dann kommt natürlich sofort das Argument, das kann ich so und so nicht rausfinden, weil das ist viel zu komplex und zu kompliziert und deshalb übernehme ich einfach mal diese Meinung. Übernehme einfach einmal diese Meinung. Es ist viel bequemer. Warum prüfen wir nicht nach? Weil es einfach ist, es ist bequemer. Wir sind zu faul zum Denken. Nur hat natürlich dann, wenn es gerade um so Themen geht, die im Moment etwas aktuell sind, zu sagen, lasse ich mich jetzt mit AstraZeneca impfen oder nicht? Naja, wenn der Hersteller sagt, das ist sicher, ne? So die Renten sind sicher, der Impfstoff ist sicher, das ist sicher, glaubt mir mal, wir sind vertrauenswürdig, dann glaubt man das, weil das ja überall steht und dann lässt man sich impfen oder man trifft andere Entscheidungen, weil man glaubt einer fremden Meinung und macht sich nicht die Mühe, darüber nachzudenken. Hat natürlich Konsequenzen eventuell, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ist nicht das Thema heute, dass das Konsequenzen haben kann, sogenannte Nebenwirkungen. Die können leichter, die können heftiger Art sein. Es sind halt die Konsequenzen, wenn ich zu bequem bin zum Denken, dann heißt es auch wie bei uns in der Gesetzgebung, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wer nicht denken will, muss fühlen. Das ist ein neuer Spruch, eine neue Weisheit von Axel Burkhardt. Wer nicht denken will, muss fühlen. Ja, wenn ich mir nicht die Mühe gemacht habe, etwas zu überprüfen, muss ich die Konsequenzen ertragen. Das ist einfach so. Also es ist immer die Frage, wäre es nicht gut, vorher zu denken, bevor man oder wir eine Meinung übernehmen, weil wir zu bequem sind, darüber nachzudenken. Denkt einmal darüber nach oder gebt es weiter und versucht Menschen zu erreichen und sagen, denkt doch mal darüber nach. Aber ihr wisst schon, es merkt ja auch, warum auch wir das eventuell nicht tun, weil wir dann auch zu bequem sind. Da muss ich ja darüber nachdenken, da muss ich ja etwas tun. Merkt ihr, das ist Arbeit. Und dann müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Es ist viel bequemer, etwas zu übernehmen, anstatt selber nachzudenken. Und dann vor allen Dingen, wenn es komplex wird, ne, bei den Themen, die wir heute haben, die sind ja alle nicht einfach. Dann haben wir außerdem noch die sogenannte Flut, ne, diese Informationsflut, wo wir sagen, ja, das kann ich so und so nicht alles prüfen. Wie soll ich das denn alles prüfen? Ja, sind alles berechtigte Fragen. Nur wenn es um mein Leben geht, um meine Gesundheit oder die meiner Kinder, ist schon die Frage, ob ich das nicht prüfen sollte. Also das ist einmal überhaupt das Thema, sich um die Wahrheit zu kümmern.
Ist aber nicht das Hauptthema des heutigen Abends, sondern das Hauptthema ist, und die Frage ist mir tausende Male schon gestellt worden, woher soll ich wissen, dass das die Wahrheit ist? Woher soll ich wissen, dass das stimmt, was Rudolf Steiner sagt? Woher soll ich wissen, ob das stimmt, was der Axel Burger da sagt? Woher soll ich das wissen, ob das, was Buddha gesagt hat, die Wahrheit ist? Woher soll ich wissen, ob das, was Jesus Christus gesagt hat, die Wahrheit ist? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, dass etwas die Wahrheit ist? Und wenn ich am Anfang darüber gesprochen habe, wenn ihr einmal darüber nachdenkt, was so die wichtigsten Erkenntnisfragen sind, die man im Leben hat, vielleicht findet ihr diese Frage darunter. Wann weiß ich, ob etwas wahr ist, ob eine Behauptung, eine Aussage, eine These wahr ist? Wann weiß ich das? Woher weiß ich das? Liebe Freunde, das ist eine essentielle Frage. Eine essentiell. Und essentiell heißt lebenswichtig. Essentielle Fettsäuren, essentielle Vitamine, lebensnotwendige Dinge. Das ist eine essentielle Frage. Warum? Ja, auf was sollen wir denn aufbauen, unser Leben, wenn nicht auf Wahrheit? Und wenn nicht auf einem anderen Begriff, den der Gewissheit. Wir wollen nicht nur etwas hören und lernen, sondern wir wollen Gewissheit haben. Und da spreche ich ein Thema an, ich habe jetzt keine Fachbücher dabei, aber das ist das zentrale Thema aller Philosophen in der Erkenntniswissenschaft. Seit Immanuel Kant und auch schon vorher, aber vor allen Dingen seit Immanuel Kant, plagen sich die Philosophen oder wir als Philosophen plagen uns mit der Frage, wann weiß ich, ob etwas wahr ist? Das ist eine fundamentale Lebensfrage, eine der wichtigsten überhaupt. Und vielleicht prüft ihr einmal in euch diese Frage, warum ist es für euch wichtig, zu wissen, dass etwas wahr ist? Ich meine, das liegt auf der Hand. Ist völlig klar, dass wir sagen, natürlich will ich die Wahrheit wissen, weil die Unwahrheit hilft mir im Leben nicht weiter. Weil Wahrheit als Begriff, ganz kurz gesagt, das gibt es in meinen Lehrgängen ausführlich dargelegt oder in dem Buch mit einem Satz, das Leben ändern. Wahrheit bezieht sich auf Aussagen von uns Menschen, und die sind dann wahr. Wahr sind sie dann, sie haben ein Wahrheitsgehalt, sie sind wahr, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Philosophisch heißt der Fachbegriff Korrespondenzprinzip. Das ist dann ein Fachbegriff. Korrespondenzprinzip. Die Aussage, die ich im Kopf habe oder im Geist, muss mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das ist ein Glas mit Tinte. Ne? Sieht jeder sofort. Man kann ja nur sagen, ist ja vielleicht weiße Tinte, aber weiße Tinte hat vielleicht auch noch keiner von uns gesehen. Also wenn ich sage, das ist ein Glas mit blauer Tinte, dann wird jeder von euch sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit. Es ist auch dann ganz wichtig, wenn uns jemand ein Glas Wasser reicht, ja, und sagt, das ist jetzt Wasser, da ist Essig drin. Das merken wir dann spätestens, wenn wir es getrunken haben. Also, es ist wichtig für uns, es ist lebensnotwendig für uns, dass wir Wahrheiten haben. Wahrheiten. Lebensnotwendig. Und da taucht dann diese Frage auf, woher weiß ich, wann weiß ich, wie weiß ich, was die Wahrheit ist. Das, wie gesagt, seit Immanuel Kant ist das eine brennende Frage bei den Philosophen. Und in der klassischen, ich spreche jetzt von der klassischen, heute modernen Erkenntniswissenschaft, ist diese Frage nicht gelöst. Jetzt gibt es aber von der Akademie Zukunft Mensch einen Lehrgang, der heißt Geistreich Denken, den ich euch jetzt ans Herz lege, falls ihr nicht eh schon mitmacht.
Es gibt einen Studiengang dazu, der heißt Holistische Erkenntniswissenschaft, auf der Basis von Dr. Rudolf Steiner, aufgrund der Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie von Dr. Rudolf Steiner, wo wir diese Fragen bearbeiten und klären, und zwar wirklich klären, wissenschaftlich. Und da sehen wir und erkennen wir, dass das, was auf den Universitäten gelehrt wird, noch nicht so weit vorgedrungen ist, wie es Rudolf Steiner arbeitet hat, weil man dort mit Rudolf Steiner nicht arbeitet. Und das bieten wir an und versuchen eben hier den Menschen das nahezubringen, dass sie diese Frage für sich beantworten können. Dass sie dann wissen, was Wahrheit ist und wie sie wissen, ob sie der Wahrheit vertrauen können oder das, was sie herausgefunden haben, ob das wahr ist oder nicht. Das ist Ziel und Zweck des ganzen Lehrganges. Weil das lebensnotwendig ist. Das ist das Praktische daran. Und damit, mit dieser Frage beschäftigen sich, wie gesagt, die Erkenntnistheoretiker, die Erkenntniswissenschaftler. Gibt es wunderbare, dicke Bücher. Das lernt man im Philosophiestudium. Man lernt eben nicht, was die Antwort auf diese Frage ist, weil auch hier in der Erkenntniswissenschaft, in der modernen, angezweifelt wird, ob überhaupt wir jemals wissen können, ob etwas wahr ist oder nicht. Das sei einmal nur gesagt, dass diese Frage, wann weiß ich, ob etwas wahr ist, sogar in der Wissenschaftstheorie, in der modernen, angezweifelt wird, dass wir überhaupt jemals wissen können, mit aller Gewissheit, ob etwas wahr ist. Seht ihr? Das ist eine lebenswichtige Frage, nicht nur für die Philosophen, für uns alle im Leben. Wir wollen Gewissheit haben. Und Gewissheit heißt, dass wir Wahrheit über eine Aussage haben wollen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, in diesem Jahr 2021, das gilt aber für den Rest der Geschichte der Menschheit überhaupt, diese Frage, aber wir erleben derzeit in diesen Jahren 2020 und auch schon schon beginnend mit dem 20. Jahrhundert hat es begonnen, aber jetzt in den Jahren 2020 und 2021 erleben wir eine Situation einer totalen Verwirrung, eines totalen Kampfes von Meinungen um ein einziges kleines Thema, nämlich nennt sich dann Corona. Um alles, was sich darum herum rankt, rankt sich ein Kampf, ein Krieg, ein Streit von Meinungen. Und jeder glaubt auf seiner Seite die Wahrheit zu haben. Und dann ist die Frage, wer von beiden Seiten denn überprüft hat, ob das, woran er glaubt, die Wahrheit ist. Wer hat das wirklich überprüft? Und wir werden dann eben auch, ich werde etwas drauf eingehen, auf dieses Thema. Das ist ein Buch, das habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, Walter Lippmann, Die öffentliche Meinung. Das war einer der berühmtesten, bekanntesten Journalisten des 20. Jahrhunderts, hat sehr viel beeinflusst, war bei den Verhandlungen in Versailles dabei, hat an dem 14-Punkte-Programm für Woodrow Wilson mitgearbeitet, mit amerikanischen Präsidenten verkehrt. Und Walter Lippmann hat sich Gedanken gemacht über die öffentliche Meinung und wie sie funktioniert und was das bedeutet für uns, wie eine öffentliche Meinung hier in unsere Köpfe kommt und wie wir dann im Grunde genommen an etwas glauben. Das ist alles wunderbar beschrieben. Und ich will hier ein Zitat vorlesen, das aus einem anderen Buch ist. Das heißt Propaganda, heute heißt das Public Relation, PR, von Bernays. Bernays, das war, glaube ich, auch um die 1920er Jahre das Standardwerk für jeden, der Public Relation Arbeit macht. Und Bernays hat damals folgendes Zitat in seinem Buch veröffentlicht. Gut hinhören, weil das ist der Standardsatz für jeden Politiker und für jeden PR-Manager. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen
ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Noch einmal, die bewusste und intelligente, nicht Information, sondern Manipulation, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Seht ihr, die Manipulation unserer Meinung durch die öffentliche Meinung ist das Werkzeug zur Steuerung der Massen. Leute, das ist, Freunde, das ist das, was seit 100 Jahren gemacht wird. Wer, und jetzt kommt der zweite Satz, wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Ich könnte das Zitat noch einmal komplett vorlesen, aber ich will es belassen. Aber ihr habt hier die fundamentale Aussage eines jeden Profis, der heute in der PR arbeitet, der ganz genau weiß, Massenpsychologie, das ist das Fundament, eine unsichtbare Regierung zu bilden. Das weiß man in diesen Kreisen. Wer es nicht weiß, und hoffentlich wissen es immer mehr, sind alle diejenigen, die sich von der sogenannten öffentlichen Meinung manipulieren lassen, weil es eindeutig ist, dass es eine unsichtbare Regierung gibt, weil sonst wäre das, was wir zurzeit erleben, gar nicht möglich. Das heißt, das, was wir zurzeit erleben, ist eindeutig der Mechanismus, der hier beschrieben ist. Und jetzt kann jemand wieder sagen, das ist Verschwörungstheorie. Nein, das ist Technik der Public Relation. Das ist angewandte Massenpsychologie, Werbepsychologie. Das ist keine Verschwörung. Das ist so, das weiß man in der PR-Branche, dass das so ist. Da brauche ich keine Verschwörungsthese. Das ist das alltägliche Business, wo Milliarden und Abermilliarden investiert werden in Public Relation. Das ist die Wirklichkeit. Das hat mit Verschwörung überhaupt nichts zu tun. Aber Bernays und Lippmann beschreiben das ganz klar. Ja, es ist so. Das ist die unsichtbare Regierung. Und da geht es dann um die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Und ich wollte auf diesen Aspekt nur hinweisen auch, weil das natürlich die Grundlage ist für einen solchen Lehrgang, wie wir ihn anbieten, geistreich denken, weil da geht es ja darum, dass wir lernen, der Manipulation zu entgehen. Und da will ich ein bisschen noch drüber sprechen, wie wir dieser Manipulation entgehen können. Ich will aber noch zur weiteren Information auch jetzt einen Sprung machen in die Anthroposophie, in die Geisteswissenschaft und ein paar Worte auch von Rudolf Steiner vorlesen, dass wir uns bewusst sind, warum gerade jetzt in diesem Jahr 2020, 2021 das so massiv ist. Und da heißt es, und das ist für diejenigen, die den Weltenplan kennen, eine sehr vertraute Geschichte, dass wir dem sogenannten fünften Zeitalter bzw. der fünften Kulturepoche leben, wo wir gefordert sind, mit dem Bösen umgehen zu lernen. Da sagt er, die Menschheit ist in ein Stadium ihrer Entwicklung eingetreten, wo das Böse und die Lüge sichtbar werden müssen. Seht ihr, was jetzt im Moment passiert? Es ist schon alles da, Doppelpunkt. Das Böse, das Grauenhafte, das Verlogene, der Verfall, es ist alles da.
aber es ist noch übertüncht. Das war eben vor 100 Jahren, 1920. Es ist noch übertüncht. Und es muss offenbar werden, Ausrufezeichen. Das wird sich in den Lebensverhältnissen des Einzelnen zeigen. In den Ehen, in den Familien, den Freundschaften und vor allem in den Feindschaften. Wie im Gesamtleben der Völker, der Staaten. Also er sagt, das Böse, die Lüge muss offenbar werden. Es wird für gewisse Dinge keine Hemmungen mehr geben. Ja, diese Aussage ist wichtig. Es wird für gewisse Dinge keine Hemmungen mehr geben. Also schauen wir in dieses Jahr 2021 und betrachten es, wie es derzeit geschieht. Und schauen wir, wie hemmungslos manipuliert und gelogen wird, wo einem nur noch die Haare zu Berge stehen können. Und wo wir dann feststellen müssen, dass die Lüge ständig für Wahrheit verkauft wird und in schöne Worte gekleidet wird, was immer das ist. Und jetzt kommt dann die Aussage, wie gehen wir damit um? Durchstehen, ohne seelisch zugrunde zu gehen, und das ist die Gefahr heute. Ohne seelisch Schaden zu nehmen, werden alles das, was kommt, nur die Menschen, welche draußen und vor allem im eigenen Inneren das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden können. Wenn ihr schaut in die alten spirituellen Schulungen, in der Bhagavad Gita, in den Veden oder auch so große Geister hier in Indien, die gesagt haben, wenn du Gott um etwas bittest, dann bitte ihn um die Kraft der Unterscheidung zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen. Die alten spirituellen Schulungen des fernen Ostens heißt Übung Nummer 1, für die Freiheit, lerne das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Lerne die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. Ich trinke ein Glas Tinte. Rudolf Steiner sagt klar, ohne seelisch zugrunde zu gehen, ohne seelisch Schäden zu nehmen, werden dass nur die Menschen, eine klare Botschaft für uns alle. Und dann sagt er weiter, das ist schwer, sehr schwer. Also Komfortzone geht nicht. Das erfordert unablässige, mühevolle Übung. Denn hier liegt die furchtbarste Verführung. Die Menschheit wird den Kampf gegen die Lüge zu führen haben, das Urböse. Die Menschheit wird den Kampf gegen die Lüge zu führen haben. Und da sind wir, liebe Freunde, mittendrin. Und da kommt dieses Thema, ja, woher weiß ich denn, was die Wahrheit ist? Und so oft hören wir das, immer wieder höre ich das, ja, ich kann das so und so nicht hinterfragen, dazu weiß ich zu wenig. Und da immer die Frage, die wir auch in unseren Lehrgängen dann bearbeiten, in unseren Studiengängen, wo hast du gelernt in der Schule und im Studium, was erstens die Wahrheit ist, wie du sie findest, wie du etwas auf Wahrheit überprüfen kannst und wie du sicher sein kannst, was du herausgefunden hast, dass das auch stimmt. Wo habt ihr das jemals in der Schule oder im Studium gelernt? Was wäre aber mit das Wichtigste in all unserem Leben, wenn wir uns
gegen Manipulation der öffentlichen Meinung wehren sollen. Erste Frage, was ist Wahrheit? Zweite Frage, wie finde ich die Wahrheit? Dritte Frage ist, wie prüfe ich die Frage? Und viertens, wie weiß ich dann das, ob meine Überprüfung mir wirklich garantiert, dass das die Wahrheit ist? Und seht ihr, dass das entscheidende Lebensfragen für uns sind, einmal gesehen aus dem Bericht der modernen Public Relation, der Massenpsychologie, der Verführung der Massen, wo es gelingt, Milliarden von Menschen in eine Richtung gedanklich zu impfen. Das geschieht derzeit. Diese unsichtbare Regierung ist genial, absolut genial. Ihr seht, was das für eine PR ist. Das ist PR. Das steht da drin bei Bernay. Das ist die Technik der PR. Ja, und dass wir hier lernen, dann zu sehen, wie kann ich mich dagegen wehren? Wie kann ich verhindern, dass das geschieht? Und das, was auch hier Walter Lippmann so klar aufzeigt in seinem Buch, ist, wie das funktioniert. Er sagt, das funktioniert über Bilder. Und erinnert euch vielleicht ein Buch, das ging es um den Klimawandel von einem Herrn Al Gore. Ja, die unbequeme Wahrheit, eine unbequeme Wahrheit mit dem Bild, mit dem Eisbären auf der Scholle. Der Eisbär mit dem Eisbärkind auf der Scholle. Ein Bild und die Sache ist in unser Bewusstsein eingeprägt. So funktioniert öffentliche Meinung. Das funktioniert so, das weiß jeder, der in der Werbebranche und in der PR-Branche tätig ist. Eindrucksvolle Bilder. Die Bilder prägen sich dem Menschen ein, es ist alles wunderbar beschrieben, es ist alles beschrieben. Der Mensch übernimmt das Bild und glaubt an das Bild. Das ist so, das ist die Technik. Und jetzt, solange wir das nicht wissen, solange wir nicht ein Bewusstsein entwickelt haben, werden wir das permanent zulassen. Und wir alle fallen immer wieder drauf rein. Hoffentlich wir immer weniger, aber wie Rudolf Steiner sagt, es ist unablässige Übung. Und jetzt kommt die Frage, naja, aber wie geht denn diese Übung? Und da ist natürlich eines klar, warum stellt ein Immanuel Kant so eine Frage? Weil das eine essentielle Frage ist, zu sagen, wie funktioniert eigentlich unser Erkennen? Erkennen, dass der Mensch, dass wir eine Wahrheit erkennen können. Was ist das überhaupt? Erkenntnis, wie funktioniert das? Dass wir Wahrheiten über die Natur oder über den Geist herausfinden. Wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Erkenntnis. Daraus ist diese Wissenschaft der Erkenntnis entstanden. Die Erkenntnistheorie oder die Erkenntniswissenschaft. Und warum ist diese so fundamental, dass ich auch mittlerweile sage, liebe Freunde, lernt das als allererstes, weil wenn du nicht weißt, wie das Denken richtig funktioniert und wie das Erkennen richtig funktioniert, wirst du nie wissen, ob das, was du erkannt hast, wahr ist oder nicht. Du wirst immer im ewigen Zweifel bleiben. Und wenn ihr heute Wissenschaftsbücher, also wirklich Fachbücher über Erkenntniswissenschaft lest, dann werdet ihr immer sehen, dass nur vom Skeptizismus die Rede ist, dass die Philosophen sich ewig im Zweifel drehen. Sie können gar nicht aus dem Zweifel herauskommen, weil sie nie herausgefunden haben, wo der Zweifel beginnt und wie er zu überwinden ist, nämlich in der Erkenntnis, wie mein Denken funktioniert. Wenn ich das nicht erkenne, wenn ich nicht weiß, wie ich zu einer Wahrheit komme, wenn ich nicht weiß, wie ich vorher zu einer Erkenntnis komme und dann im zweiten Schritt rausfinden kann, ob diese Erkenntnis wahr ist oder nicht, wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, hört gut hin, wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, kann ich niemals, vielleicht könnt ihr das hier schon nachvollziehen, niemals hinterher zu einer Gewissheit kommen, ob ich das, was ich herausgefunden habe, die Wahrheit ist oder nicht. Das versuche ich euch noch einmal zu wiederholen, weil ich selber habe ja, ich
bin jetzt immerhin 69 Jahre jung. Ich habe ziemlich lang gebraucht, bis ich das in so einfachen Worten hier wiedergeben kann. Ich habe in den letzten Jahren viel lernen dürfen über unsere Studiengänge in der Erkenntniswissenschaft, dass ich verstanden habe, was da für eine Dimension dahinter steht und dass wir alle, ohne Ausnahme, erst das lernen sollten und das unbedingt lernen müssen, weil nur so werden wir frei von Manipulation, sonst haben wir keine Chance. Ihr habt keine Chance, euch gegen Manipulationen zu wehren, wenn ihr nicht wisst, wie euer Denken funktioniert. Geht nicht, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wenn ihr nicht wisst, wie euer Denken funktioniert, wie die Gesetze des Denkens sind, wie die Gesetze der Erkenntnis sind und die anderen wissen das, weil sie euch damit manipulieren, wie wollt ihr euch gegen die Manipulation wehren? Ihr werdet immer sagen, ich kann das ja nicht prüfen, ich bin ja zu doof dazu. Nein, keiner von euch ist zu doof dazu. Es wird euch immer nur erzählt, dass ihr zu doof dazu seid. Unser ganzes Bildungswesen ist dazu da, uns dauernd zu sagen, ihr seid zu doof dazu, das zu kapieren, weil wir brauchen doofe Leute, die wir über die öffentliche Meinung manipulieren können. Leute, die ihren Erkenntnisweg oder ihre Kenntnisfähigkeit durchschauen und ihr Denken durchschauen, die kannst du nicht mehr manipulieren. Deshalb wird man mit allen Mitteln natürlich verhindern, dass es Menschen gibt, die verstehen, wie ihr Denken funktioniert. Das wird man mit allen Mitteln verhindern. Das darf schon gleich gar nicht auf den Schulen gelehrt werden und schon gar nicht auf den Universitäten. Auf den Universitäten brauchen wir brave Leute, die für die Wirtschaft oder Politik arbeiten, aber nicht für die Wahrheit. Hin und wieder doch, ja, weil es gibt diese freien Forscher, aber im Wesentlichen haben sie anderen Zwecken zu dienen, als jetzt irgendwo frei die Wahrheit zu erforschen. Ich bin da etwas vehement, nur das ist heute so. Der akademische Betrieb ist so, der Schulbetrieb ist so. Schaut nur hin, fragt die Lehrer. Fragt irgendein Lehrer, ob er weiß, wie Erkenntnis funktioniert. Das Erste, was ein Lehrer lernen müsste in seiner Ausbildung ist, dass er weiß, wie sein Erkennen funktioniert. Weil wie will er denn ein Kind erkennen, wenn er nicht weiß, wie das funktioniert? Wenn wir nicht wissen, wie unser Werkzeug des Denkens funktioniert, können wir niemals Gewissheit bekommen, ob etwas wahr ist oder nicht, weil wir nicht wissen, was die Grundlage ist. Ich hoffe, dass das für euch soweit schon verständlich rübergekommen ist. Wir machen ja einen einjährigen Studiengang dazu, so tief geht das Wissen und wir lernen immer wieder dazu. Und das haben wir in diesem kurzen oder diesen einfachen Lehrgang geistreich denken verankert. Da bringen wir das rüber auf eine lockere Art und Weise, auf eine leichte Art und Weise, auf eine andere Art und Weise als akademisch, um den Menschen bewusst zu machen, wie sie in die Freiheit kommen, wie ihr in die Selbstbestimmung kommt, wie ihr lernt, euch von der Manipulation der öffentlichen Meinung zu befreien, sie zu durchschauen. Aber du kannst sie nicht, ihr könnt sie nicht durchschauen, wenn ihr nicht euer Denken durchschaut. Das geht nicht. Wenn ihr nicht den Mechanismus, die Gesetze des Denkens kennt, wie geht mein Denken, dann ist alles, was als Inhalt herauskommt, das Was des Denkens, was denke ich, wird immer mit Zweifel behaftet sein. Es wird nie eine Gewissheit geben. Und das ist genau das, was man heute in der Philosophie, in der Erkenntniswissenschaft dann lernt, in der klassischen Erkenntniswissenschaft, nicht bei uns in der Universität. In der klassischen Erkenntniswissenschaft ist es immer Skeptizismus. Man hat immer einen Zweifel, weil man versäumt hat, den Mechanismus des Denkens wirklich zu untersuchen. Aber Dr. Rudolf Steiner hat das gemacht. Er hat ja eine Erkenntniswissenschaft begründet, die wir hier verwenden. Und vielleicht wird euch schon klar, auch hier diese fundamentale Unterscheidung zwischen wie denke ich und was denke ich. Die Form und der Inhalt, die Art und Weise des Denkens. Und wie ich die Art und Weise anwende, um ein bestimmtes Wissen zu gewinnen. In der Naturwissenschaft, in den Wissenschaften ist die Art und Weise überall dasselbe, egal ob ich Biologie, Chemie, Mathematik und so weiter betreibe oder auch in Geisteswissenschaft. Die Art und Weise des Wie ist immer dasselbe und der Inhalt ist immer etwas anderes. Deshalb muss ich das Wie beherrschen und vor allem, wenn ich frei werden will und frei werden will gegenüber einer Manipulation durch eine öffentliche oder andere Meinung, dann muss ich meine Gesetze des Denkens kennenlernen. Ich muss sie durchschauen, damit ich dann die Manipulation durchschauen kann. Und die Manipulation kommt von allen Ecken und Enden. Die kommt aus dem Mainstream der Presse, genauso wie aus den Social Medias und aus sogenannten Verschwörungstheoriekreisen. Überall findet
auch Manipulation statt. Der eine bemüht sich manchmal hier mehr, der andere hier mehr. Aber alle brauchen eigentlich diese Grundlage für die Beantwortung der Frage, woher weiß ich, dass etwas die Wahrheit ist? Und dazu muss ich erst einmal wissen, was die Wahrheit ist. Das habe ich schon gesagt. Aber wie komme ich zur Wahrheit durch den Erkenntnisprozess? Ja, wie funktioniert er das? Wie funktioniert denn der? Kann mir das jemand sagen? Ja, das lernt man in diesen Kursen. Und Kant hat sich die Zähne dran ausgebissen. Er hat es nicht herausgefunden. Und deshalb kam auch nie Gewissheit heraus. Also ich muss im Grunde genommen, das ist das, was ich euch heute mitgeben wollte, wenn ich frei werden will von Manipulationen, muss ich mich durchschauen in meinem Erkenntnisprozess. Ich muss mir den anschauen. Das ist das, was wir machen in diesen Lehrgängen. Ich muss schauen, wie funktioniert mein Denken im Inneren? Wie liefert mir mein Denken, meine Meinungen, Behauptungen? Was macht es da in mir? Wie geschieht das denn in mir? Ich habe auf einmal eine Meinung und dann glaube ich auch noch, dass die wahr ist. Dann habe ich aber vergessen, dass ich diese Meinung irgendwo aufgegriffen habe, unterbewusst in irgendeiner Zeitung, und dann glaube ich, das wäre meine Meinung. Nein, das ist nicht meine Meinung. Aber ich habe es gar nicht wahrgenommen und bilde mir vielleicht ein, das ist meine Meinung. Aber ich bin schon längst unbewusst programmiert worden, weil ich es nicht durchschaut habe, weil ich es nicht wahrgenommen habe. Und deshalb spielt bei diesem ganzen Selbstbeobachtungs- und Selbsterkenntnisprozess die Wahrheit eine entscheidende, Entschuldigung, die Wahrnehmung die entscheidende Rolle. Dass wir wach durch die Welt laufen, dass man mit dem Wahrnehmen beginnt und schaut, dass man nicht schon betrogen wird in der Wahrnehmung, in der selektiven Wahrnehmung, im Nicht-Wahrnehmen und dann irgendwelche Meinungen und Behauptungen aufstellt, die überhaupt gar keine Grundlage haben. Weil man völlig falsch wahrgenommen hat, weil man völlig falsche Daten begründet hat. Dass man irgendwelche wissenschaftlichen Behauptungen heute macht, die überhaupt keine Datengrundlage haben, keine saubere. Die von vorn bis hinten Manipulation sind, weil man das Wie der wissenschaftlichen Arbeit nicht befolgt hat. Es gibt klare wissenschaftliche Kriterien für saubere wissenschaftliche Arbeiten. Das, was heute zu den wichtigsten Themen der Welt in der öffentlichen Meinung verkündet wird, ist, es gibt ein eigenes Video von mir zum Klimawandel, hat keine wissenschaftlichen Grundlagen. Oder die wissenschaftlichen Grundlagen sind nicht sauber. Das ist so, das ist nachgewiesen. Trotzdem wird es verkauft als wissenschaftliche Wahrheit. Und das sind sie nicht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir überprüfen, ob die Menschen, die uns etwas verkünden, wissenschaftlich sauber gearbeitet haben. Wir müssen das Wie überprüfen. Und wenn das Wie schon nicht stimmt, brauchen wir uns mit dem Was nicht herumplagen. Wenn irgendwelche wissenschaftlichen Studien über aktuelle Geschehnisse erscheinen, müssen wir fragen, habt ihr sauber gearbeitet? Dann muss ich mir da ein bisschen Wissen aneignen. Ich muss wissen, was die wissenschaftlichen Kriterien sind. Das ist nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Und in der Medizin gibt es auch ein paar Grundlagen, die kann sich jeder Laie aneignen. Und man kann auch immer fragen, die Wissenschaftler oder die verantwortlich sind in der Politik, bitte zeigen Sie mir, dass hier sauber wissenschaftlich gearbeitet wurde. Und wenn der Nachweis nicht geliefert werden kann, dann könnt ihr alle Ergebnisse, die da geliefert werden, in der Pfeife rauchen. Weil in der Wissenschaftstheorie wissen wir, dass wenn die Methodik nicht stimmt, das Ergebnis unzuverlässig ist. Das heißt nicht, dass das Ergebnis falsch sein muss. Aber für uns ist wichtig, dass wir kein unzuverlässiges Ergebnis wollen, sondern ein zuverlässiges Ergebnis. Das geht nur, wenn ich korrekt gearbeitet habe. Wenn ich inkorrekt wissenschaftlich arbeite, ist mein Ergebnis unbrauchbar. Ganz wichtig, dass ihr das unterscheidet. Nicht wahr oder falsch, das kann ich gar nicht mehr beurteilen. Weil wenn die Methodik schon nicht stimmt, ist das Ergebnis für den Papierkorb. Und wenn ihr so herangeht an die Dinge, könnt ihr viele Ängste abbauen. Ihr könnt ganz anders damit umgehen und könnt immer fragen, zeigen Sie mir, dass wissenschaftlich sauber gearbeitet wurde. Zeigen Sie erstmal, dass das Wie funktioniert hat, dass das Wie sauber gemacht wurde. Und dann können wir über das Was reden. Aber ich rede mit Ihnen gar nicht über das Was, was Sie mir da öffentlich verkündigen,
solange sie mir nicht den Nachweis liefern, dass hier nicht betrogen wurde und Studien gekauft wurden, sondern dass hier sauber wissenschaftlich gearbeitet wurde. Und da gibt es einen ganz klaren Weg dazu. Das ist übrigens derselbe Weg, den wir dann gehen, wenn wir in uns Wahrheiten erobern. Das ist genau derselbe Weg. Das ist der Weg der Wissenschaft. Ohne dass ihr bereit seid und wir bereit sind, innerlich uns selbst zu beobachten und schauen, arbeiten wir denn korrekt, kommen wir niemals in die Selbstbestimmung. Du hast keine Chance, zu einer Gewissheit zu kommen. Und dann werden wir immer sagen, ja, das kann ich eh nicht überprüfen. Nein, könnt ihr auch nicht. Weil wenn du nicht gelernt hast, wie man etwas überprüft, ohne dass ich zunächst viel Fachwissen brauche, sondern erst einmal überprüfe, ob die Methodik stimmt. Wenn du das nicht gelernt hast, wirst du immer sagen, ja, das kann ich nicht überprüfen. Ist völlig richtig. Du kannst es dann auch nicht, weil du es ja nicht gelernt hast. Das heißt, wann kannst du dir sicher sein, dass etwas die Wahrheit ist? Und das kann ich heute nicht endgültig ausführen, weil das ist ein ganzer Lehrgang, aber ich kann es in kurze Worte zusammenfassen. Du kannst es dann wissen, wenn du die Gesetze deines Denkens erforscht hast, wenn du weißt, wie dein Denken funktioniert und dass du dann erlebst und weißt, das sind zwei Dinge, erleben und wissen, dass du dich auf dein Denken verlassen kannst, wenn du es richtig anwendest. Und wenn du dieses Vertrauen in dein Denken bekommst, dann hast du die erste Möglichkeit überhaupt, Gewissheit zu bekommen. Du wirst niemals im Leben, niemals, und das ist das Ergebnis dieser Erkenntniswissenschaft, du wirst niemals Gewissheit bekommen, wenn du nicht weißt, wie man Gewissheit bekommt. Nämlich durch irgendetwas, in das ich Vertrauen haben muss. In irgendetwas in meinem Leben muss ich Vertrauen haben. Weil ohne Vertrauen kann ich niemals Gewissheit bekommen. Niemals. Bitte denk drüber nach. Es kann keine Gewissheit geben, wenn du nicht eine Instanz kennst, in der du vertrauen kannst. Das kann ja von mir aus auch eine Autorität sein. Früher war es der Guru, der Meister. Da wussten die Schüler, dem können sie vertrauen. Das war früher so, weil die wussten, das war ein Erleuchteter, ein Eingeweihter. Das wusste man. Und dem konnte man vertrauen. Jetzt gibt es die nicht mehr, diese Gurus, zum Glück. Ja, keiner von uns darf jemals Guru sein. Also ist die Frage, wer ist jetzt mein Guru? Steht im Christentum, im Neuen Testament, sagt Jesus Christus so im Johannesevangelium, ich schicke euch den Geist der Wahrheit und er wird euch frei machen. Das ist unser Guru. Der Guru ist der Geist der Wahrheit in uns und den lernt man in der Erkenntniswissenschaft kennen. Mit dem lernt man auf Du und Du, deshalb habe ich früher auch immer vom Heimlehrgang in der Schule des Heiligen Geistes gesprochen. Schule des Heiligen Geistes, das ist der Geist der Wahrheit. Das ist die Schulung, mit der ich zur Gewissheit kommen kann. Aber dazu brauche ich eine Instanz in mir. Diesen Heiligen Geist, den muss ich erleben. Und ich muss ihn verstehen. Und erst wenn ihr das habt, erst dann wisst ihr, dann findet ihr den Weg dahin zu wissen, ob etwas wahr ist oder nicht. Dann habt ihr die Chance zur Gewissheit. Vorher nicht. Keine Chance. Und es ist das Trauerspiel oder die normale Entwicklung der Menschheit, dass dieses Wissen da ist und es praktisch nirgendwo gelehrt wird. Nirgendwo. Diese Werke von Rudolf Steiner liegen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts da. Viele Hunderttausende von Menschen haben sie gelesen, aber es ist noch an der Zeit, dass wir anfangen, dieses Wissen uns alle zu erobern und auch weiterzugeben. Da stehen wir erst am Anfang und deshalb haben wir im Moment diese große Krise. Wir haben diese Krise und das ist eine Erkenntniskrise, weil keiner von uns weiß, wann weiß ich, wann etwas wahr ist? Wie soll ich das denn wissen? Wer sagt mir, wann ich das weiß? Ich sag's euch, wenn ihr diese Instanz des Vertrauens in euch gefunden habt, die keine äußere Instanz ist, sondern in euch ist und das euch Vertrauteste ist, was es überhaupt nur gibt, nämlich der Geist des Denkens,
dieser Geist der Wahrheit, dieser Heilige Geist, jeder von euch hat den Zugang dazu und jeder kann auf Du und Du sich mit ihm unterhalten, ihn kennenlernen, die Gesetze des Denkens kennenlernen und wenn man die kennenlernt, dann weiß man, wie das Denken funktioniert. Und dann hat man diesen Anker im Leben gefunden und ohne diesen Anker keine Gewissheit, niemals. Deshalb finden ihn die Naturwissenschaft auch nicht, weil sie nicht Erkenntniswissenschaft betrieben haben. Deshalb sind Menschen wie Popper und andere, die sagen, nein, auch ein Naturwissenschaftler kann nie wissen, ob das wirklich wahr ist. Dieser Zweifel, dieser ewige Zweifel kommt daher, weil sie diesen Anker in sich nicht gefunden haben, weil sie nicht wirkliche Erkenntniswissenschaft gelernt haben. Ich hoffe, dass das rüberkommt, was ich hier sagen will, dass wir erst lernen müssen, wie die Werkbank funktioniert, damit ich dann weiß, dass das Werkstück, das rauskommt, ein Werkstück ist, das ich haben wollte. Wenn wir die Gesetze unseres Denkens nicht kennen, werden wir immer zweifeln. Wir werden keine Chance haben zur Gewissheit. Deshalb haben die Philosophen auch heute noch auf den Universitäten immer noch nicht das Problem gelöst, weil sie das, was schon da ist von Rudolf Steiner, auch zum größten Teil ignorieren, weil sie es wirklich nicht erarbeiten. Wann weißt du, dass etwas wahr ist? Dann, wenn du diese Vertrauensinstanz in dir entdeckt hast, erlebt hast, verstanden hast, erkannt hast. Dann weißt du jetzt, du hast eine hundertprozentig verlässliche Instanz. Das weißt du dann, das weißt du zu 100%. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Du hast Vertrauen in dein Denken. Weil du es durchschaust. Alles, was du nicht durchschaust, zu dem kannst du nie Vertrauen haben. Wir können nur Vertrauen haben in das, was wir durchschauen, in seinen Gesetzen. Und das lernt man in der Erkenntniswissenschaft jetzt zum Beispiel bei uns. Woanders weiß ich nicht, ich sehe das nirgendwo. Aber vielleicht gibt es andere Lehrgänge, wo das auch zum Glück gemacht wird. Ich habe es noch nicht entdeckt. Und das bedeutet, dieses Vertrauen ins Denken, in das eigene Denken zu entwickeln, das ist der Schlüssel auch für die Lösung der Krise in unserer heutigen Zeit. Wir werden hier nicht herauskommen, weil die anderen oder weil die genau wissen, wie man mit Bildern uns manipuliert, weil wir eben nicht prüfen, weil wir uns durch diese Bilder faszinieren lassen, weil wir nicht wach sind, weil wir nicht wissen, wie das in uns funktioniert. Deshalb werden wir benutzt. Wir werden manipuliert, weil wir nicht wissen, wie wir uns gegen die Manipulation wehren können. Wir wissen es nicht. Wir müssen das lernen. Und in dem, wo wir das lernen und zu dieser, jetzt sage ich bewusst, diesem Heiligen Geist, das ist ein heiliger Geist, der Geist der Wahrheit, hieß bei den Griechen Aletheia, war eine Göttin, die Göttin der Wahrheit. Die Göttin der Wahrheit kennenzulernen, dann weiß man später, wie man Gewissheit bekommt und den Zweifel überwindet. Ohne Berührung mit der Aletheia, mit der Göttin der Wahrheit oder der Weisheit, werden wir niemals Gewissheit bekommen können. Und es wird dann, und das lernt man dann auch in der Erkenntniswissenschaft, dann gibt es noch zum Schluss eine Instanz, und das scheint vielleicht auch diese Göttin zu sein. Das ist eine spannende Frage. Ganz zum Schluss in diesem Prozess, wenn man eine Erkenntnis gewonnen hat, wenn man sie prüft auf Herz und Nieren, wie es im Alten Testament heißt, das hat auch seinen Grund, warum das Herz und die Nieren eingeschaltet werden, aber das ist ein anderes Thema. Dann, wenn man das alles gemacht hat, dann kommt zum Schluss ein Impuls. Ganz zum Schluss kommt ein Impuls. Und dieser Impuls kommt nicht mehr aus dem Denken. Der ist dann außerhalb des Denkens. Das Denken macht die ganze Vorarbeit. Die ganze Vorarbeit. Und wenn diese Vorarbeit stimmt, dann kommt ein Impuls. Und das ist ein Gefühl und kein Gedanke mehr. Und der kommt dann von hier. Und da kommt das Fühlen zu seinem Recht. Und das ist das Gefühl, was eben auch in der Erkenntniswissenschaft bei uns eine entscheidende Rolle spielt. Das ist das Wahrheitsgefühl. Und das ist ein eigenes Mysterium, das es praktisch nirgendwo so richtig bearbeitet gibt. Wir haben versucht, das hier zu ergreifen. Rudolf Steiner hat immer davon gesprochen, dass wir
dann auf einmal merken und wissen, aha, da gibt es dann die Instanz des Fühlens, das ist ein Geheimnis, warum auf einmal das Herz sagen kann, ja, das, was du gedacht hast, das stimmt. Dass ihr Wahrheit fühlen könnt, das ist ja heute in der Naturwissenschaft überhaupt nicht anerkannt, aber jeder Wissenschaftler benutzt es, jeder Naturwissenschaftler, er weiß es nur nicht. Also ihr seht, dass hier dieser Weg sehr klar ist, sehr deutlich, wir wissen genau, wie der geht, das ist ein wissenschaftlicher Weg, das ist Erkenntniswissenschaft, wie wir zu einer Gewissheit kommen können. Und dann weiß ich, ob etwas wahr ist oder nicht. Ich glaube es dann nicht mehr. Oder ich bin mir hundertprozentig bewusst, dass noch ein Quäntchen fehlt und sage, das Quäntchen fehlt mir noch, da habe ich noch ein bisschen Glaube drin, den muss ich auch noch beseitigen. Das ist dann Bewusstheit. Und in dem Moment, wo wir das erobern, gibt es keine Manipulation mehr. In dem Moment, wo wir in diesem Bewusstsein sind, kann uns keine öffentliche Meinung mehr manipulieren. Und jetzt ist völlig klar, dass wenn jemand gerne manipulieren möchte, er dieses Wissen den Leuten natürlich gerne vorenthalten möchte und auch nicht unbedingt ein Interesse hat, dass das weite Verbreitung findet oder dass man vielleicht schon in der Mittelstufe oder Oberstufe allen Schülern das beibringt, damit sie als freie, selbstbestimmte und kritische Menschen dann in die Welt treten. Das will man dann ja vielleicht nicht, weil dann hat man lauter nicht manipulierbare Menschen. Und das ist das, was ich heute hier euch weitergeben wollte, diese wenigen Gedanken zu einem Thema, das mich selber jetzt sehr bewegt seit einigen Jahren, wo ich Gewissheit habe, ich weiß, dass das so ist. Ich habe hundertprozentige Gewissheit, dass das so ist, was ich hier erzähle, weil ich es weiß, weil ich das erlebt habe. Und ich selber jetzt erleben durfte in den letzten Jahren, in meinem jugendlichen Alter, dass das der entscheidende Knackpunkt ist in dieser Krise für uns alle, für jeden von Einzelnen, dass ihr euch selber kennenlernt, um nicht mehr manipulierbar zu sein. Und das ist der Weg der Freiheit.